Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Nur nicht dies kleine Dorf, wo eine Handvoll unbezwingbarer Gallier es wagt, dem imperialen Adler Roms zu trotzen, ja, ihm ins Gesicht zu lachen. Doch bald wird ihr schützender Wald prachtvollen Gebäuden weichen, sodass ihr Dorf nur noch ein unbedeutender Vorort ist, der sich anpasst oder verschwindet. Schon lange sind die unnachgiebigen Gallier den Römern, allen voran Julius Caesar, ein Dorn im Auge. Da es bislang nicht möglich war, das gallische Völkchen mit militärischen Mitteln zu vertreiben, haben sich Caesar und seine Berater eine neue Idee einfallen lassen, mit der sie den widerspenstigen Galliern endlich beikommen wollen. Sie errichten eine Luxussiedlung unter dem Namen Land der Götter, rund um das Gallierdorf und gliedern sie damit unfreiwillig in das römische Imperium ein. Oh Majestix, wir müssen mit dir reden! Er ist in einer Besprechung. Soll ich meist ausrichten? Was sollen wir tun, Miraculix? Jetzt kommt die Zivilisation. Wir werden ihren Wald roden. Ich wüsste da schon was, aber das wird euch nicht gefallen. Aua. Wir sollten den Römern eine Abreibung verpassen. Das war auch meine Idee. Hatten jetzt alle vom Zaubertrank? Ja! Nein. Zivilisten. Es muss uns was einfallen, wie wir sie loswerden können, ohne sie zu verhauen. Ich habe euch verstanden. In Bezug auf was? Naja, so allgemein habe ich euch verstanden. Doch wieder mal haben die Römer die Rechnung ohne Asterix und Obelix gemacht. Wie gewohnt wissen die Gallier sich zu wehren und sabotieren die Bauarbeiten. Zuerst mit Zaubertrank veredelten, schnell wachsenden Eicheln und später mit Hilfe von Trubadicks Gesangskünsten. Der eine ist schlau, der andere hat die Kraft. Und beide haben so ein gutes Herz. Und brauchen sich auch. Brauchen sich. Machen wir das Dorf dem Erdboden gleich. Die ganze Arbeit war für einen Anus. Hier bin ich. Schnauze, Anus. Attacke! Halt! Hier kommt keiner! Vorbei! Aus dem Weg, Wurzelzwerg! Aber um es positiv zu sehen, die Motivation ist ungebrochen. Und das ist doch supi. Ich bin Obelix. Ja klar, du bist Obelix. Erzähl keinen Blödsinn. Ich bin Obelix. Unglaublich. Hast du gesehen, Obelix? Wie können Eichen so schnell wachsen? Ich weiß nicht. Wie schnell wachsen Eichen denn sonst? Ja, du bist vielleicht so dick wie Obelix, aber sonst nichts. Nein, ich bin nicht dick. Ich bin kräftig. Aber ich bin Obelix. Der alte Druide darf keinen Zaubertrank mehr ausschenken. So jedenfalls macht der Krieg keinen Spaß. Das muss anders werden. Spinnt ihr alle? Ja, das Thema Höflichkeit würden wir ebenfalls gerne ansprechen. Dieser unhöfliche Ton, in dem hier Befehle erteilt werden, ist unzumutbar. Nach mehreren Realfilmen kommt nun wieder eine animierte Asterix-Version in unsere Kinos. Zum ersten Mal verhauen die unbesiegbaren Gallier ihre römischen Widersacher hier in computeranimiertem 3D. Lustig, unterhaltsam und ein vergnüglicher Kinoabend für die ganze Familie. Oh, jetzt wird mir die Suppe versalzen.